Herzlich willkommen zur neuen Folge Manhunt 2 und ich würde sagen, machen Sie da weiter mit der Story. I can't do this. I can't just dump Leo, Dr. White. He saved my life. Your only way out of this is to focus on the past. I still don't understand. What is all this stuff? Is this my house? Yes, it was torched. Pickman's orders. And those were my kids? Yes, and they are fine, by the way. And my wife? What? This is going to be painful, Danny, but I think you should see for yourself. This will help you understand why you must let go of Leo. Jesus, Danny, you're scaring me! Danny! Let go of me, Danny! Danny isn't here. I'll be taking care of him from now on. Don't let your guilt drag you into oblivion. Your only chance to be free is to rid your mind of Leo once and for all. Time to say goodnight, Danny. Your mind's only got room for one of us. But don't worry, I'll take care of business from now on. It's time to get you out of my head, once and for all. Okay, nächstes Level. Okay, mit einer Spritze müssen wir ihn leise killen. Das war mir schon ein, okay. Das muss ich erstmal mitnehmen. Aber kann ich ihn herlocken oder? Boah, jetzt kommt der Scheiße. Ah, fuck. What's that? It could be Leo. Okay, Gabe. This? Come on, quit this shit. I'm getting tired. Come out and fight like a man. Looking for something, Danny? Ja, da brauchen wir wahrscheinlich Brecheisen. Achso, das hat er eh, oder? Der wird mir jetzt auch auf der Map gleich angezeigt. Wie ist denn der jetzt überhaupt? Ah, da ist er. He just doesn't have the will to fight on. Scheiße. Ich habe gar keine Spritze mehr.
this shit. Ja, okay, aber wo krieg ich jetzt wieder eine Waffe her? Ja, warte, wo ist denn der jetzt? Ah, da, dort ist er. Wo, er kommt her. Also, er sucht mich auf jeden Fall. Jetzt kommt er her. Boah, alter, fuck, man. Schon mal da hier rum. Damn it. Ah, fuck, ist nicht auf Gable gehabt. Scheiße, Mann. Ah, fuck. Ich schätze mal, wir müssen ja mindestens dreimal treffen oder so. Jetzt kommt er her. Ich check's nicht. Warum sieht er mich, Mann? Steh auf, komm schon. Alter, ich bin im Schatten und auf einmal sieht er mich. Das gibt's doch nicht. Alter. Auf Gelb. Leo's almost beaten. He's just not tough enough.
Warte, was brech ich denn schon? Okay, dann schnell dahin. Time to face up to all the things you've done, Danny. Remember these guys? You killed them all, Danny. Okay, den Checkpoint, dann erstmal speichern. Das wird's knapp. Der andere auch wieder her, das gibt's ja nicht. Okay, jetzt kommt er zu mir. Was macht denn der schon wieder, Alter? Ist der andere auch wieder da? Okay, der geht eh schon wieder. Nothing's happening. Leo's power. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt sehen mich beide, Alter. Jetzt sieht der mich wieder, Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Okay, ich denke, wir müssen noch ein bisschen warten. Jetzt geht er nochmal zurück und wenn ich hinter ihm bin, dann dreht er sich immer um, das gibt's ja nicht. Jetzt hab ich nur da gehört, weil ich muss den halt hierher locken, weil anders geht's nicht, weil der andere dreht sich dann wieder um, dann sehe ich mich wieder beide.
Okay, warte mal, gibt's hier auch noch was zum Verstecken oder so? Oh, das ist eine Sacke aus der Scheiße. Fuck, jetzt bin ich eh tot. Fuck, man. Okay, wir haben da hier einen Shakepoint, also... eigentlich eh kein Problem. The battle is where it all started, in the frontal lobe. Ja, dann haben wir die Hinsicht auf gelb. Dann nehme ich mal diese Sichel mit. Dann lockst du noch den anderen hierher. Ah, warte, ich hätte eigentlich weiter nach hinten gehen können, weil links wäre ja auch Schatten gewesen. Aber ist eigentlich egal. Aber er sucht mich eh gar nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Gibt's doch nicht, Mann. Immer drehen sich alle um, das gibt's hier nicht. Also eigentlich müsste er jetzt wieder ganz normal da nach hinten gehen und dann sollte das eigentlich funktionieren. Was macht er schon wieder? Der geht schon wieder dauernd hin und her. Komm schon auf Rot, oder? Okay. Sonst nichts mehr. Ach, Scheiße.
Warum? Hä? Alter, warum dreht er sich um? Ich hab doch gar kein Geräusch in dir gemacht. Boah, ich check's aber überhaupt nicht. Kein Schaden nehmen, das gibt's ja nicht. Da muss ich mal heilen. Nicht mehr. Es ist echt übelst nervig. Wie anders kann ich mitbekommen eigentlich? Leo's fighting for his very existence now. Look auf gelb, das passt ja. Okay, wir haben beide. Danny Lamb, the best killing machine the project ever had. How about a visit from some old friends? You remember what you did to these guys, don't you? I was continuing our research, Daniel. I didn't deserve to die. There's still work to be done. Ah, scheiße, die beiden wieder. Warum ist jetzt hinter mir, oder? Das ist gar kein Checkpoint, okay. Alter, er sieht mich nicht, das gibt's ja nicht. Hat mich helfen oder nicht? Jetzt bin ich gleich wieder tot. Ist eine Knarre irgendwie oder so? The two sides of his mind are destroying his body. Na, warte, die kann ich jetzt mitnehmen. Aber warum die von dem anderen nicht? Dann wieder ein Brecher ist. Was, das brauche ich oder was? Oder warte mal.
Achso, hier müssen wir rein. Ja, okay, aber das muss ich hier mitnehmen. Some more of your victims to chew on. Da haben wir jetzt einen Checkpoint. Okay, 6 Stück sind da, okay. Hatte gleich die mal mitnehmen. Alter, was hieß denn jetzt, warum? Hä? Ah, jetzt hab ich die Pistole ausgerüstet. Komm schon, steh auf, Mann. Was war das gerade? Ich konnte gar nicht ziehen. Jetzt hat er mich scheiße, Mann. Ey, ich hab doch schon die Pistole gehabt. Warum konnte ich da nicht zielen? Alter, also, wenn ich da den Checkpoint, dann richtig die Knarre wiederholen. Ja, jetzt kann ich zielen. This experiment is turning dead. Oh, ja, komm schon. 9 Schuss haben wir noch. And what about your wife, Danny? Do you remember what you did to her? It wasn't your fault, Danny. I don't blame you. Lay me to rest and be free. I have to lay her to rest to be free of you, Leo. Come to me. You're nothing without me. Wow, alter Fuck, der ist auch da, Scheiße, Mann. Headshot. Find me, Danny. Also wir brauchen, glaube ich, hier das Brecheisen, weil sonst kriegen wir das Tor nicht auf. Ah, das ist ja schon wieder, Mann. Warte mal, komm, ich check's gerade nicht. Ah, fuck. Alter. Wie komme ich jetzt bei dem Tor oder komm nicht? Da ist ja was zum Heilen gelegen.
come to me. Stupid fucking. Warte, ich schau mal kurz rein. Ja, okay. Find me, Danny. Come to me. Hab ich gerade gesehen, oder? Wie kann ich jetzt das Schloss hier aufmachen? Alter, der Wichser fuckt mich gerade so ab. Da muss ich es aufmachen, aber ich habe ja keine Munition, wenn ich die ganze Zeit aufschieße. Ja, ich verstehe es überhaupt nicht, oder? Warte mal. Achso, hier kommen wir drüber. Das habe ich ja nicht gesehen. Komm schon mal rauf. Jetzt habe ich ja voll übersehen. Warte mal, wir sind ja. Achso, warte. Ja, okay. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir da rüber können. Soll ich nur noch die Leiche zum Grab tragen? Come to me. Komm schon schnell. Shit. Please forgive me, baby. Hat er mich gesehen? Fuck, man. Please forgive me, baby. Oh, zwei, fuck, man. Komm schon. Okay, die stehen da irgendwie oben. Alter, warum gehst du so langsam? Man geht doch ein bisschen schneller. Warte, hier hin oder was? Okay, da rein. Okay, hier ist das Grab. You think it's that easy to get rid of me? I made you. I could be you, but I have a choice. A choice! And I choose to be me! I do, you hear me? You see? You can't get rid of me. Can never get rid of me. My name is Daniel Lamb. My name is Daniel Lamb!
My name is... I don't know my name. Your name is David Joyner. You live downtown at the following address. You'll find everything you need there. Good luck. 526 Hope Street, apartment B. Okay, das war's. Das war Man on 2. Also ich habe echt Glück gehabt jetzt am Ende, dass die irgendwie da nur gestanden sind und nicht hergekommen sind. Aber ja, war echt ein übelst geiles Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Es war ja schon ein bisschen kürzer als der erste Teil. Ich meine, da waren jetzt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, 15 Missionen oder so. Ich glaube ungefähr, also irgendwie so ungefähr. Beim ersten waren sie 20 und ja, also war ein bisschen kürzer. Es wäre cool gewesen, wenn es so ein bisschen länger gegangen wäre, aber habe mich jetzt auch nicht so gestört. Besser ein bisschen zu kurz als zu lang, weil es hat sich auch überhaupt nicht gezogen. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen, die Story war geil. Die Musik, die Atmosphäre, die Exekutionen natürlich. Und ja, ich könnte auch gar nicht sagen, welcher Teil mir besser gefällt. Der erste oder zweite, eigentlich beide ziemlich gleich. Ja, der erste war halt auch ziemlich geil. Und ja, also ein übelst geiles Spiel mit, also ich kann nichts wirklich Negatives sagen, außer die KI war ein bisschen komisch irgendwie. Manchmal irgendwie, man hat sie eh immer gesehen. Aber ja, sonst kann ich nichts Negatives sagen. Und ja, gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Let's Play. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Okay, dann machen wir die Übersicht. 16 haben wir gekillt, 5 exekutiert und 355 Style Points wieder.